nehmt eure Kekse aus der Dose, denn Flauschi ist wieder da. Hallihallo. Ich hab so doll Ärger. Leute, wartet mal, das war mein Papa. Aber ihr werdet gleich noch viel mehr erfahren, denn, wie ihr seht, bin ich wieder da. Und zwar bin ich sogar auch am Start. Flauschi! In Minecraft. Wartet mal, Leute. Papa, warte, ich komme gleich. Flauschi! Ja? Komm sofort runter, gleich. Okay, guck mal, Leute, ich wollte euch hier einmal kurz mein Zimmer zeigen. Ich liebe mein Zimmer, das ist so schön pink. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir einmal ganz schön... Oh, lecker Kekse. Gehen wir ganz schön mal runter. Hallo, Papa. Ja? Flauschi, deine Mama und ich, wir haben... Komm mal mit, wir haben geredet. Komm mal mit. Ja, okay. So, erstmal hier, so. Flauschi, du siehst deine Mama und ich, wir haben miteinander geredet. Und Mama, was ist mit dir passiert? Du liegst uns seit Monaten auf der Tasche. Es wird Zeit, dass du raus in die Welt gehst und wieder Videos machst. Wir haben deine Koffer vor die Tür gestellt. Warum steht mein Rucksack vor der Tür? Flauschi, wir werden dein Zimmer vermieten. Und ich werde... Moment mal. Lecker, lecker. Und ich werde dich rauswerfen. Was trinkst du da? Apfelsaft. Aber ich hole mir noch kurz ein paar Sachen von oben. Flauschi, aber warum? Nein. Das Zimmer ist bereits vermietet. Da oben wohnt schon jemand anderes. An wem? Geh hoch und schau nach. Okay, dann gucken wir mal, Leute. Hallo? Ja, ich mache hier eine Fernseher und hallo? Ich mag in meinem Zimmer. Ich habe ihm gesagt, ich möchte keine Stören. Was ist denn? Diese Stuckfrau hat ihn gestören die ganze Zeit. Warum ist ihr Arm, ihr Kopf? Warum sind sie auf der Seite? Moment mal, Flauschi? Warte, ich kenne sie irgendwoher. Ich kenne dich aus GTA. Wow! Ich bin's, Etienne. Etienne? Ja, ich werfe diese Lama und diese Einhorn, ich werfe ihn weg. Mein Einhorn. Oh, leckere Keks. Mein Einhorn will ich mitnehmen. Eine Keks, lecker. Na gut. Raus ist meine Zimmer, bitte. Okay, tut mir leid für die Störung. Verschwinde aus meine Zimmer. Okay, tschüss. So, Papa, hallo? So, Flauschi, deine Sachen sind gepackt, der Koffer ist leer, du hast $0 und auf Wiedersehen. Verschwinde, du warst monatelang faul, hast nur Chips und Kekse gegessen, hast keine Videos gemacht, keine Songs gemacht. Ich will mindestens jeden Tag ein Video, ein Short, noch ein Video, noch ein Short und noch ein Video und noch ein Song, jeden Tag einmal. Kannst du mal den Rucksack aus der Hand nehmen? Oder jeden Samstag einen Song und jeden Tag ein Video. Jeden Sonntag ein Song. Dann kommt Samstag Sonntag. Macht ja schon dieser andere Typ da. Aber muss ich dir Geld abgeben? Oder, du wohnst hier nicht mehr, verschwinde. Wer ist denn der Typ hinter dir? Ciao. Was ist denn? Ciao. Ach man, Leute, was soll ich denn jetzt machen? Lass mal eine Runde Party machen, Bro. Flauschi ist weg, Party machen wir jetzt. Was? Die machen eine Party Flauschi ohne ist mich. Endlich weg, Party, genau, ja. Ach man, Leute, guckt, das ist mein altes Haus. Ich habe so viel Spaß. Party. Guck mal, da oben sind sie drin. Na gut, Leute, dann guck ich mal, wo ich jetzt bleiben kann. Mein schönes pinkes Haus muss ich hinter mir lassen. Ich weiß doch gar nicht, wo ich hin soll. Leute, wir sind ja halt einfach in einer Riesenstadt und, ich verstehe gar nicht, wo ich bin. Hier vorne sind irgendwelche komischen Sachen. Da ist ein Ikea. Hier sind so große Hochhäuser. Aber um jetzt... Hier war gerade eine Glocke. Aber um jetzt irgendwie ein neues Haus oder sowas zu bekommen, brauche ich natürlich erstmal Geld. Und dafür brauche ich einen Job. Und dafür muss ich auch erstmal irgendwie einen Job kriegen. Ich weiß gar nicht, wie ich das überhaupt machen soll. Am besten sollte ich irgendwie zu einem Jobcenter oder sowas. Aber ich habe halt keine Ahnung, wo sowas sein soll. Und hier gibt's auch Bushaltestellen und hier kann man bestimmt auch Autos kaufen und sowas alles. Oh, ein Café. Hier guck ich mal rein. Hallo? Hier arbeitet ja gar niemand. Na gut, dann... Ich habe ja eh kein Geld, Leute. Ich kann mir eh nichts kaufen. Ihr habt das gar nicht gesehen. Hier ist so ein Café. Hier stehen auch ein paar Cafés rum. Aber hier ist... Da arbeitet gerade niemand. Der steht hier nur rum. Aber ich habe eh kein Geld. Ich weiß gar nicht, wie ich an Geld überhaupt drankommen kann. Es muss hier irgendwie Jobs geben oder sowas. Und dann müsste ich mich einfach mal erkundigen bei irgendwie einem Jobcenter oder sowas. Ich guck mal, ob ich sowas in die Richtung finde, Leute. Wartet eben. So, Leute, ich habe jetzt mal kurz auf der Karte geguckt. Hier müsste jetzt irgendwo ein Jobcenter sein. Oha, hier ist ein Geldautomat.
Habe ich eine Karte? Was ist das hier alles? Ich verstehe das gar nicht. Egal. Auf jeden Fall sollte hier jetzt... Das sollte das Jobcenter sein. Wir gucken mal Jobcenter. Genau, dann gehen wir einmal hier... Ah, was ist eine krasse Tür? Rein. Hier ist ja gar niemand... Wow, was sind Minecraft-Computer? Hier verfügbare Jobs. Oh, warte mal. Was ist das denn? Das Aufzüge? Kann ich ihn rufen? Boah, Leute, warte. Ich will einmal kurz Aufzug fahren. Das ist ja überkrass. Wir fahren mal ins fünfte Stockwerk. Wow! Was ist das da? Was ist das für eine krasse Stadt hier? Oh, ich glaube, hier darf ich gar nicht sein. Ich fahre mal ganz schnell wieder runter. So. Und dann gucken wir mal, was es dort für verfügbare Jobs gibt. Ich hoffe, es gibt eine große Auswahl, damit ich auch wirklich einen guten Job abkriege. Es gibt ein Buch hier drin. Okay, wir gucken mal. Lager auffüllen bei IKEA. Was? Lager auffüllen. Wo? Bei IKEA. Lohn? $1 die Stunde. Leute, $1 die Stunde ist übertrieben wenig. Das brauche ich eigentlich gar nicht anfangen, aber ich muss ja. Ich habe ja gar kein Geld und wenigstens ein bisschen Geld. Ja, okay. Den nehme ich. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu IKEA. Das müsste... Warte, wir haben das Schild vorhin gesehen. Da! Nach da vorne müssen wir jetzt einmal hinlaufen, weil wir kein Auto oder irgendwas anderes haben. Oh, ich habe mein Einhorn auf dem Rücken. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir direkt einmal nach drüben. Irgendwie fahren hier nämlich auch keine Busse. Ich frage mich, ob ich hier alleine bin oder ob andere YouTuber auch hier sind. Leute, schreibt es in die Kommentare. Oh, so ein schönes Café, aber ich habe kein Geld. So, angekommen bei IKEA. Oder ist auch schon jemand? Hallo? Ich bin hier, um das Lager aufzufüllen. Der Minijob. Hallo? Och, Mann, ey. So, dann würde ich mal sagen, ich würde einmal gerne erst gucken, was es hier so alles gibt. Geht auf jeden Fall hier nach oben und nach unten. Okay, wir gucken mal, hier sind so ganze Küchensachen. Oh, wie viel. Hier so Wasserhähne. Oh, ausmachen. So, und dann haben wir hier Sofa, Ohren, Teig und sowas. Das sieht ja alles richtig, richtig cool aus, Leute. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass es hier so viele krasse Sachen gibt. Ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Wir gucken mal, was es oben zu entdecken gibt. Und dann müssten wir auch mal das Lager finden. So, hier oben einmal die Treppe hoch. Das ist dieses Restaurant. Oh, ist das das Lager? Weil hier ist es ganz leer. Das hieß ja, wir müssen das auffüllen. Dann gucken wir gleich mal. Ich glaube, das ist wirklich das Lager. Ach so, hier gibt's Essen. Okay, okay, okay. Dann gucke ich mal, ob ich unten jemanden finde. Und dann können wir hier alles auffüllen. Hier sind noch Badezimmersachen. Aber dieser leere Raum, das wird, denke ich mal, das Lager gewesen sein. Wir gucken mal. So, vielleicht kann die Frau mir hier... warte mal, hier ist eine Kiste. Oh, hier ist ein Turm. Ich denke, damit muss ich... Boah, mein Gehalt, das darf ich mir aber natürlich wahrscheinlich erst abholen, sobald ich fertig bin. Dann gehen wir mal nach oben und wir müssen das Lager hier einmal auffüllen mit Kisten. Ich denke, dass sie hier einfach dann Sachen lagern können. Und dann würde ich sagen, bauen wir das hier einmal alles auf. Wir machen das natürlich richtig schön, so. Und dann hier auf diese Seite auch. So, perfekt. Das sieht doch schon richtig gut aus, oder? So, dann hier noch. Perfekt. So, ich würde sagen, die restlichen Kisten behalten wir einfach mal. Das Lager ist voll. Und dann können wir uns unsere 1 $ Belohnung abholen. Unseren 1 $ Lohn. Und wir gucken mal, ob wir uns vielleicht bei dem Kaffee, was wir hier gegenüber gesehen haben, was zu essen kaufen können. So, hier 1 $. Perfekt. Und dann gucken wir mal, was wir drüben so bekommen können. So, was gibt es hier? Hier ist ein Schild. 16 Kekse, 1 $. Boah, ich habe perfekt 1 $. Dann würde ich sagen, tauschen wir die Kekse einmal. Und dann haben wir jetzt endlich wenigstens was zu essen. Jetzt müssen wir aber mal schauen, ob wir irgendwie noch mehr Geld verdienen können. Vielleicht kann ich den Leuten hier meine Kekse andrehen irgendwie. Warte, hier, die sieht nett aus. Hallo, handeln. Ich gebe Ihnen einen Keks und was geben Sie mir? Nix, okay. Interagieren. Ich erzähle mal einen Witz. Schade um das Schaf, das seine Wolle verloren hat, aber witzig. Ich habe
Ja, okay. Die will anscheinend nicht so richtig mit mir reden. Ach man, Leute, was mache ich denn jetzt? Ich muss irgendwie gucken. Warte, ihr müsst mir mal in die Kommentare schreiben. Was würdet ihr jetzt in der Situation machen? Natürlich einen Job suchen, oder? Weil ich brauche irgendwie ein neues Haus oder sowas. Vielleicht gucke ich mal, ob ich einen Makler oder sowas finde. Und der kann mir dann sagen, wie viel ich für ein Haus bezahlen muss. So Leute, ich habe mich jetzt einmal kurz erkundigt. Und zwar soll in diesem großen Tower dort oben, da oben drin, ist ein Maklerbüro. Und da würde ich sagen, gehen wir direkt einmal hin. Aber vorher will ich hier einmal kurz ein bisschen rumgucken, was es hier für Häuser gibt. Guck mal, was ist hier für eine große Luxusvilla? So eine möchte ich haben, Leute. Aber ich glaube, die kostet bestimmt richtig viel Geld. Ich würde sagen, wir laufen jetzt erstmal zu diesem Tower hin. Und dann gucken wir mal, boah, von hier oben sehen wir richtig viel. Hier sind ja richtig viele Häuser. Das sieht aus wie ein Gefängnis, Leute. Sieht auf jeden Fall alles sehr, sehr krass aus. Und dann gucken wir mal, hier ist der Tower. Und da gehen wir direkt mal rein mit dem Fahrstuhl nach oben. Und, boah, das ist ja, das geht ja richtig hoch, Leute. Ich hoffe, ich falle hier nicht runter. Ich hoffe, der Aufzug stürzt nicht ab. So, und da sind wir auch schon. Hallo? Ist hier... Lecker. Oh, hallo? Flushi? Ja, hallo, Hütchen. Flushi? Du bist Flushi. Was machst du hier auf meiner Arbeit, bitte? Ich hab gehört, hier gibt's ein Maklerbüro und ich brauche unbedingt ein neues Haus. Flushi, du bist hier in die 16. Stock. Du weißt ja, was die kostet, meine? Nein, du nicht wissen. Komm raus. Okay. Ich sage dir ehrlich, du sehen all diese Häuser? Ja, sehe ich. Jeder Haus ist von mir und vermietet von mir. Hä? Ich bin nur Vermieter, ja. Von der ganzen Stadt? Ja, ich bin der Vermieter von die ganze Stadt, ja. Kannst du mir dann ein paar freie Häuser und Wohnungen zeigen? Ich sage so, wie viel Geld haben in die Tasche, bestimmen, was ich mache. Verstehen? Zeig mir erstmal ein paar Häuser, zum Beispiel diese Luxusvilla da unten. Ist sie frei? Diese, ich sag mal so. Ja? 1, 2, 3, die Villa nicht frei. Es ist nicht frei. Es ist eine Mann wohnen in dieser Villa. Kann ich mir die trotzdem angucken? Wir können nicht einbrechen. Ich kann dir zeigen, es ist anderes. Okay, dann zeig mal her, was du hast. Diese Fahrstuhl? Ja? Gehen rein, gehen runter. Oh. Fahren runter. Vorsicht, ich ein bisschen schnell, aber oh, Vorsicht. Ja, passt schon, aber das ist ganz schön hoher Ton, Tower. Flushi, ich habe eine Frage. Wie lange du in die Stadt, bitte? Ich bin erst frisch hierher gezogen quasi und dann hat mich mein Papa rausgeschmissen. Ich wohne in deinem Zimmer, sein, kann das sein? Ja. Ich habe dein Zimmer geklaut? Ja. Ich habe bezahlt $100,000. Was? Ja, ist ein sehr gutes Zimmer. Warum 100.000? Das ist doch viel zu teuer. So, schauen hier. Dies eine Presskonferenz. Ich habe mir jetzt eine durchhaltende Kamera. Okay. Ja? Lieber Bürger, mein Name ist Etienne. Ich sage, wollen haben ein gutes Haus? Sie können kommen zu mir in meiner Makler-Büro. Wiedersehen. War das gerade live? So, das war eine Live-Schaltung, Julia. Okay, aber können wir jetzt Häuser angucken? In Rutschen. Ich gucke in Rutschen einmal gucken. Ich einmal, nur einmal gucken. Ja, dann guck. Ich nicht rutschen. Ich schucken. Ich nicht schucken. Ich sitze und gucken. So. Was machst du da jetzt? Zeig mir ein Haus. So, du bist doch Makler. Mrs. Flushi, für Ihre Portemonnaie, ich habe eine Gönsche, weil Sie sind ein Prinzess. Du weißt doch gar nicht, wie mein Portemonnaie ist. Sie sind eine Prinzess, Sie kriegen eine Burg. Wow, ja, das mag ich. Ihre eigene Burg, jeder wird gucken und sagen, ich eine Prinzessin in einer Burg. Okay, ja. Ihre Burg ist hier. Das ist Ihre Budget. Oh. Hier, auf die Boden, ist eine Sand, ist Sand, eine Burg. Aber da kann ich doch nicht drin wohnen, so klein bin ich doch gar nicht. Sie können versuchen erstmal, Sie müssen erstmal versuchen, immer in die Leben, immer versuchen und dann sagen, nicht klappen. Sehen gut aus, sehen, passen gut.
Ich glaube, das klappt nicht, Etienne. Sehr gut. Ich rufe die Umzugsfirma. Sie bringen Nein. ihre Bett, ihre Kühlschrank, ihre alles. Gibt's vielleicht einfach eine kleine Einzimmerwohnung? Ich gucke auf die Markt. Ich habe $100. Ich gucke. Hier, mitkommen. Okay. Komm mit. Ist ja eine kleine Fußweg. Ich würde sagen, wir fahren mit dem Bus. Okay, dann warten wir mal auf den Bus. So, immer hinsetzen. Entschuldigen. Ich so bitte. Ja, wir warten auf den Bus. Okay, dann warten wir jetzt. So, wir sind angekommen. Okay. Hier ist die Wohnkomplex. Sehr schön. Übrigens, wir haben hier eine Geldautomat. Sie können gucken, wie viel Geld sie haben. Hier steht $0. Das ist nicht so gut, aber warten, wie viel bitte? Null. Sie, aber warum gucken ein Haus, wenn sie haben $0 bitte? Ich brauche ein Haus, ich kann doch nicht auf der Straße schlafen. Ich hab gedacht, vielleicht ist der Makler so nett und gibt mir das eine Nacht umsonst oder für eine andere Arbeit. Wir warten, kommen mit, ist eine nicht so sicher Gegend, deswegen so einmal aufmachen mit. Okay, ja. Wir haben hier eine Fahrstuhl, die nicht benutzen dürfen, aber ich benutze einmal runterfahren. Ja. Wir warten. Okay, ich warte. Hier ist ihre neue Zimmer. Sie kommen umsonst, wenn machen Hausmeister. Sie gucken an die Haus, wo ist eine Lampen kaputt, wo ist eine Fenster, wo ist vielleicht auch eine Lampen kaputt. Okay. Und sie machen heil, sie räumen auf die Room und sie können schlafen auf die Karton. Hier soll ich schlafen? Hier. Aber. Sie haben einen Meerblick auf diese Fenster? Ich habe einen Blick auf die Garage. Sie können gucken, immer mit die Abgas von die Autos, immer sehr schön aufstehen morgens mit die Kopfschmerzen, sehr schön. Und sie nie verschlafen, weil sie aufstehen wegen die Kopfschmerzen. Na diese, gut. Ich nehme mit, das ist nicht in der Preis im Begriff. Aber was ist, wenn's brennt? Tschüss. Auf Wiedersehen, Miss Flushy und Tschu. Wiedersehen. Okay, Leute, dann ist das jetzt wohl unser neues Apartment, unsere neue Wohnung. Wenigstens habe ich eine Leiter. Warte, ich kann hier mein Einhorn aufstellen. Und mein Rucksack steht hier jetzt auch. Und dann würde ich sagen, Leute, soll es das auch schon für heute gewesen sein, für mein erstes Video. Es werden ab jetzt auf jeden Fall wieder Songs kommen. Es werden wieder Minecraft-Videos kommen. Und es werden vielleicht auch andere Spiele kommen. Also alles, was ihr sehen wollt, schreibt ihr gerne unten in die Kommentare rein. Wie ihr seht, habe ich übrigens auch wieder Hände, Leute. Aber wie gesagt, alles, was ihr sehen wollt von mir, könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Songs sind am Start, Shorts sind am Start, alles andere werden auch wieder am Start sein, Leute. Also, ich freue mich auf euch und auf eure Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder, Leute. Tschüss, ciao.